und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir zusammen einen meiner Lieblingsaufstriche. Und zwar den Avocado-Pinienkernaufstrich. Ich glaube, er wird euch allen gefallen. Also dann, lasst uns mal anfangen. Dafür brauchen wir 2 kleine Avocados. Ihr könnt natürlich auch eine große nehmen. Eine Knoblauchzehe. Einen Esslöffel gepressten Zitronensaft, einen Esslöffel geröstete Pinienkerne. Ihr könnt, wenn ihr wollt, jeweils einen Stiel Basilikum und einen Stiel Petersilie nehmen. Dazu noch Salz und Pfeffer. Das Avocado, das Basilikum und die Petersilie sind schon im Zerkleinern. Jetzt kommen noch der ausgepresste Zitronensaft dazu. Der Esslöffel geröstete Pinienkerne, das Salz und der Pfeffer. Jetzt zerkleinern wir alles. Nachdem wir alles zerkleinert haben, sollte es so aussehen. Jetzt nur noch abschmecken und in ein Glas füllen. Schaut mal, am Ende sieht es so aus. Und dieser leckere Aufstrich kommt jetzt verschlossen in den Kühlschrank. Es kann sein, dass er am nächsten Morgen oben etwas dunkler sein wird. Das ist aber nicht schlimm. Es ist alles lecker und essbar. So, das war's für heute. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Tschüss!